Oh Mann, ich habe so eine klitzekleine Pizza. Ich habe eine mittlere, die gefällt mir gut. Mädels, ich habe eine riesige Pizza. Na, fangen wir an? Meine kleine Pizza schaffe ich in Handumdrehen. Na, zumindest mache ich mich nicht schmutzig. Das waren nur ein paar Bissen. Mach weiter, Annie. Natürlich. Ich habe dich angestarrt und da ist mir eine Idee gekommen. Ich werde meine Pizza in Stückchen schneiden. Aber nicht in langweilige Dreiecke. Schaut mal her. Habt ihr jemals eine Spiralpizza gesehen? Das ist meine besondere Methode. Das schmeckt unglaublich lecker. Das war's auch schon. Ich bin fertig. Jetzt bist du dran. Ich habe auch meine eigene Methode. Ich staple alle Pizzastücke übereinander. Und dann bekomme ich einen Pizzakuchen. Geschafft. Und jetzt kann ich diesen Geschmack genießen. Mädels, diese Pizza schmeckt einfach fabelhaft. Aber ich glaube, ich bin bereits satt. Wir haben eine Idee. Na komm schon, Nancy, du schaffst das. Nancy, du bist eine Kämpferin. Gib nicht auf. Ja, tatsächlich. Ich bin tapfer, ich kann es schaffen. Ich hab's geschafft. Yeah, Jill, sie hat's geschafft. Wunderbar. Oh, was für ein süßer kleiner Chupa Chups. Und ich habe einen größeren bekommen. Den größten Chupa Chups hab ich hier. Oh, was ist das denn für ein Baby Chupa Chups? Na los, probier ihn. Na, klein aber fein. Kennt ihr diese Redewendung? Ich würde sagen, der schmeckt lecker. Nancy, schau dir Jill an. Was lacht ihr mich denn aus? Oh Mann, ich habe keinen Lutscher mehr. Das ging wirklich ein bisschen zu schnell. Jetzt bist du dran. Oh, tatsächlich, da freue ich mich schon. Weg mit dem Verpackungspapier. Annie, tut mir leid, das wollte ich nicht. Also, wo bin ich stehen geblieben? Schmeckt das lecker? Aber irgendwie kommt es mir so vor, als wäre dieser Lutscher unendlich. Das bringt mich auf eine Idee. Hä, was hat sie vor? Jetzt passt mal auf, ich brauche nur ein bisschen Feuer. Mädels, es wird ganz schön heiß hier. Und schon verwandelt sich mein Chupa Chups in ein süßes Getränk. Probieren wir mal. Chupa Chups als Getränk, was könnte besser sein? Hey, Nancy, könntest du ein bisschen vorsichtiger sein beim nächsten Mal? Weniger Worte, Annie. Beeil dich und iss deinen Chupa Chups. Genau richtig. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu probieren. Oh Mann, der ist ja mega schwer, Mädels. Ich kann ihn gar nicht hochheben. Helft mir mal. Na los, zieh, zieh. Oh, ich bin erschöpft. Ich brauche hier einen Riesen, oder? Eine gute Idee. Mädels, jetzt passt mal auf. Ich werde es diesen Chupa Chups noch zeigen. Ich brauche noch ein paar Schläge. Und gleich zerbröckelt er in klitzekleine Stücke. Yeah, ich hab's geschafft. Jetzt habe ich wunderschöne Chupa Chups Kristalle. Probieren wir mal. Die schmecken ja vielleicht gut. Ich will mehr davon. Und diese Krümel esse ich auch noch auf. Oh Mann, das ist die kleinste Cola-Flasche, die ich je gesehen habe. Und ich habe eine normale Portion bekommen. Da freue ich mich schon drauf. Schaut euch diese riesige Flasche Cola an. Wow, Nancy. Soll das eine Flasche sein? Die ist ja winzig. Hör auf, Annie. Was für ein süßes Ding. Ich bin mir sicher, dass die Cola lecker schmecken wird. Hab ich's doch gewusst. Ich will mehr. Oh, ist wirklich nichts mehr da? Mach dir keine Sorgen, Nancy. Wir machen weiter. Gleich probieren wir diese Cola. Oh, wow. Das ist ja gar kein Getränk. Das ist ein süßes Bonbon. Oh, das sieht gut aus. Wie soll ich den Rest noch rausbekommen? Das ist doch der leckerste Teil. Jetzt komm mal her. Aha.
Mein Finger. Er steckt fest. Ich werde dir helfen. Warte mal kurz. Na komm schon. Irgendwie klappt's nicht. Wir müssen uns was überlegen. Warte, wir brauchen ein bisschen Öl. Gib mir mal deinen Finger. So, jetzt können wir die Flasche abziehen. So einfach geht das. Annie, du kannst weitermachen. Na endlich. Ich öffne die Flasche. Boah, ist die schwer. Wieso muss alles, was so groß ist, so schwer sein? Aber dafür schmeckt das mega lecker. Oh mein Gott. Schon mal was von Tischmanieren gehört? Was? Was meinst du? Ach, komm schon. Und schon wieder habe ich die kleinste Portion. Und ich habe genug bekommen. Mädels, ich habe einen Schokoriegel für Riesen. Schaut euch das mal an. Moment, das bringt mich auf eine Idee. Ich brauche eine klitzekleine Küche. Hier nehme ich mir einen klitzekleinen Topf. Den stelle ich auf einen klitzekleinen Herd. Da lege ich meine klitzekleine Schokotafel rein und gebe ein bisschen Milch hinzu. Einschalten und warten. Und schon habe ich heiße Schokolade bekommen. Die kippe ich in eine klitzekleine Tasse. Oh, das ist so richtig süß. Das schmeckt ja lecker. Menno, leider ist nichts mehr da. Jetzt bist du dran. Ah, weg mit der Packung. Und was abbeißen. Was könnte besser sein, als einfach nur die Schokolade aufzuessen? Das war's. Ich bin schon fertig. Ich habe einfach Hunger gehabt. Was schaut ihr mich so an? Wie soll ich mich denn an diese Schokotafel ranmachen? Mädels, passt mal auf. Schon ist die Packung weg. Jetzt kann ich mich an die Schokolade machen. Erstmal ein Stück abbrechen. Wow, Nancy, das sieht ganz schön brutal aus. Tja, sowas habe ich eben drauf. Passt mal auf, was ich gleich aus dieser Schokolade baue. Ein kleines Häuschen. Jetzt werde ich es aber probieren. Mann, schmeckt das lecker. Wartet, ich habe noch eine Idee. Schaut mal, ich bin unterm Dach. Mädels, schaut euch die Schokolade gar nicht erst so an. Ich werde sie ganz alleine aufessen. Boah, diese Wände sind ganz schön schwer. Na, wie schmeckt das? Hier ist noch ein bisschen übrig. Noch der letzte Bissen. Und das war's. Wow, endlich habe ich auch mal Glück gehabt. Ein riesiger Oreo-Keks. Wow, da hast du wirklich Glück gehabt. Nicht so wie wir. Ich habe so einen klitzekleinen Keks bekommen. Aber dafür kann ich ihn in die Milch tunken. Schmeckt das lecker. Ah, ich habe ja noch ein ganzes Glas Milch. Mädels, das trinke ich noch aus. Oh, hab ich viel Milch bekommen. Ich liebe sie. Na, wer will Nächste sein? Na komm schon, Nancy. Na, wenn du drauf bestehst. Was für ein gut riechendes Oreo-Stück. Also, Oreo, abtauchen in die Milch. Oh nein, ich hab dich verloren. Warte, gleich kriege ich die wieder raus. Das war lecker. Hey! Aha, da ist mein Keks. Na, Gott sei Dank habe ich ihn noch rausgefischt. Jetzt kann ich ihn noch aufessen. Ich bin fertig. Jetzt bist du dran. Ach, dieses Glas Milch ist eindeutig zu klein. Da kann ich meinen Keks wirklich nicht reintunken. Jill, du bist so naiv. Wartet, ich habe noch eine andere Idee. Ich gieße die Milch einfach auf den Oreo-Keks drauf. Und jetzt kann ich was probieren. Das schmeckt richtig lecker. Hier kommt das Beste. Halt mal fest, Annie. Oh, so viel Creme. Ach, danke schön. Davon beiße ich auch noch was ab. Ich krieg einfach nicht genug von diesem Keks.
Oh, ich glaube, ich bin... Puh, gut, dass ich ein kleines Ei habe. Warum ist das Ei so groß? Was für ein Albtraum! Haha, es scheint, dass Vita wirklich Pech hat. Hör auf zu lachen! Komm schon, Casey, iss dein Ei. Auf keinen Fall, Alex, du machst das zuerst. Naja, lass mich dieses Ei schütteln. Ich werde einen Bissen probieren. Irgendwas funktioniert es nicht. Ups. Ich habe etwas für dich alles. Hier, bitte sehr. Danke, Casey. Okay, los geht's. Oh nein! Oh nein! Ah! Das ist ekelhaft! Ah, ein riesiges Eigelb! Igitt, mir wird es schlecht! Was für ein Gesicht hast du, Alex? Na los, iss dein Ei, Casey! Einfach, sieh mal, was ich habe! Hm, was haben sie? Nun, wir müssen erst alles vorbereiten. Jetzt das Ei in der Bratpfanne schlagen. Und braten. Voila! Das perfekte Rührei ist fertig. Wow! Zeit zum Essen. Mm, das schmeckt so gut. Wasser! Jetzt bist du dran, Vita. Come on! Oh nein! Was ist da drin? Okay, hier gibt es ernsthafte Maßnahmen. Aua! Wow! Ich brauche hier etwas, um mich zu schützen. Was wird sie tun? Huhu. Vorsichtig! Vita, hör auf! Das tut uns weh! Schauen wir mal, was drin ist. Das sind eine Menge cooler Süßigkeiten auf einmal. Mh, lecker! Vita, teile mindestens einen Leckerbissen mit mir, bitte. Nun, na also, nehm den. Also gut. Oh, vielen Dank, Vita. Ja, danke schön, das ist so nett von dir. Oh, so hübsch. Mimimi. Wow, was für ein tolles Müsli ich habe. Es ist einfach unfassbar. Es ist so riesig. Sieht aus, als hättest du Pech gehabt, Vita. Hey, lacht so viel, wie ihr wollt. Oh, das ist so ein schönes Klingeln. Nur eine? Ich habe noch Milch. Ein Tropfen? Nur ein Tropfen? Das ist das Problem. Haha, arme Vita. Iss lieber dein Müsli, Alex. Ich bin voll dafür. Juhu! Miam, miam, miam. Und jetzt Milch trinken. Ja. Wow, das sieht super lecker aus. Jetzt alles auf einmal. Juhu! Oh, wie gierig er doch ist. Ja, sieht nicht mehr so appetitlich aus. Wow, das war fantastisch. Casey, jetzt bist du dran. Oh, wie soll ich denn so viel Milch trinken? Hm, hier ist eine Idee. Das ganze Müsli in eine Schüssel schütteln. Yeah. Oh, was für eine Menge Müsli Casey hat. Wow. Flockenregen. Yeah. Fang das Müsli. Fang das Müsli. Und jetzt fügen wir etwas Milch hinzu. Ja. Einfach großartig. Juhu. Es ist eine gute Zeit zum Essen. Das ist einfach unglaublich köstlich. Hm, ich frage mich, wie lange sie brauchen wird, um alles zu essen. Schau mal, wie lustig meine Schwänze sind.
Ich habe endlich alles ausgegessen. Was ist passiert? Ich glaube, da hat jemand zu viel gegessen. Oh, mir geht es nicht gut. Das ist ein schöner Kuchen. Wow, was für ein großer, leckerer, cooler Kuchen. Hey, Vita, schau mal, was Casey da hat. Wow! Ah, was für einen tollen Kuchen ich habe. Oh, was für einen kleinen Kuchen du hast, Alex. Ja, ja, Alex hat einen sehr kleinen Kuchen. Lach nur, lach nur. Und ich glaube, ich fange jetzt an zu essen. Und ich habe sogar eine Gabel und ein Messer. Ja, ja. Ich muss noch ein bisschen schneiden. Lecker. Wie köstlich ist das? Wie köstlich er ist. Komm her, mein Kuchen. Das hat wirklich gut geschmeckt. Komm schon, Vita, du bist dran. Du musst mich nicht lange auflehnen. Das ist köstlich. Oh, das ist super lecker. Oh, wie schleimig ist ihr Essen. Ich möchte alles aufessen. Haha, sie ist ganz blau geworden. Ja, das ist so witzig. Warum lacht ihr? Iss lieber euren Kuchen. Casey, du bist dran. Ich bin voll dafür. Oh, ich kann mir das nicht ansehen, Igitt. Lecker. Casey, pass auf. Nein. Was ist mit euren Gesichtern los? Oh, sie wurde von ihrem eigenen Kuchen genagelt. Puh, das ging vorbei. Aua! Und das ist auch etwas, das man genießen kann. Wieder lecker. Ich möchte auch ein... Hallihallo. Unglaublich. Oh. Was für ein Eis. Wow. So eins hätte ich auch gerne. Wer ist das denn? Hey, Hübsche, wie geht's dir? Oh, yeah. Sieht ja gut aus. Wow. Hey, geht's dir gut? Klasse. Das nehme ich mir vor. Hey, wie konntest du nur? Das gehört doch mir. Wow, jetzt kann ich auch was probieren. Cool. Du kannst mir nicht einfach mein Eis stehlen. Das schmeckt super. Wer hat das getan? Wieso klaut ihr mir alles? Na wartet, euch werde ich eine Lektion erteilen. Lass mal erfahren, was uns erwartet. Einverstanden. Das war's? Nur ein Keks? Das ist zu wenig für uns drei. Okay. Ah, wir müssen diese Kärtchen ziehen. Oh Mann, Pech gehabt. Ah, wenn ich schnell genug bin? Nein, nein, nein. Okay. Jetzt ziehe ich mein Kärtchen. Oh yeah, ich kann was abbeißen. Das heißt wohl, dass ich den Keks lecken kann. Hätte schlimmer sein können. Wobei, Samantha, kann ich damit anfangen? Gerne. Du kannst den Keks ja eh nicht aufessen. Das nicht, aber ich kann die Füllung weglecken. Was? Du hast mir ja nichts übrig gelassen. Mach dir nichts draus. Du kriegst genug Sabber von mir. Hier, guten Appetit. Ich hoffe, es wird dir schmecken. Hey, wie furchtbar. Als hätte mein Hund den Keks geleckt. Hey, was hab ich damit zu tun? Dann lass mal weitermachen. Kann ich diesmal anfangen? Okay. Schauen wir mal. Oh je, das ist ein Kaktus. Hoffentlich ist der aus Schokolade oder so. Aua, nein, der
piekst wie ein echter. Fürchterlich. Ich kann dir helfen. Hier, ich habe ein paar Pflaster. Danke, Jack. Du bist ein echter Gentleman. Dann ziehen wir unsere Kärtchen. Okay. Oh nein, bloß nicht das. Yeah, ich darf aussetzen. Ich muss das Ding lecken. Ich muss es beißen. Wie das? Oh Mann, Pech gehabt. Dann darfst du anfangen. Ich? Wieso ich? Du fängst an. Nein, du. Wie die Kleinkinder. Es gehört dir. Nein, dir. Das reicht. Spielt einfach Schere, Stein, Papier. Come on! Okay. Oh, gute Idee. Schere, Stein, Papier. Ich hab gewonnen. Jack, du darfst als Erster anfangen. Zumindest ist das fair. Hahaha, das tut voll weh. Oh, du Armer. Das war nur ein Scherz. Die Zunge ist gar nicht echt. Was für ein blöder Scherz. Du sollst den Kaktus aber in Wahrheit lecken. Oh, genau. Ich probier mal. Ich werde nicht riskieren. Ich rasiere den Kaktus einfach. So piekst er nicht mehr. Hey, jetzt pass doch auf. Du triffst mich mit den Stacheln. So, jetzt kann ich das Ding ablecken. Amber, du kannst was abbeißen. Mal her, ich versuche es. Oh, das ist voll spannend. Hey, jetzt selbst ein rasierter Kaktus schmeckt eklig. Pfui, Teufel. Wieso geht das schon wieder in meine Richtung? Ups, sorry. Das war Amber. Was riecht hier so? Hey. Das kommt vom Teller. Lass mal nachschauen. Okay. Boah, davor hatte ich Angst. Es ist ein Fisch. Igitt, wie eklig. Stinkefisch. Come on! Zeit, Kärtchen zu ziehen. Oh no. Oh Mann, ich muss ihn lecken. Hurra, ich darf aussetzen. Ah, was war das denn? Wie auch immer. Okay. Und ich muss ihn beißen. Bloß nicht das. Okay, ich kann anfangen. Das war schwieriger, als ich gedacht habe. Aber ich hab's geschafft. Fast. Ich bin schon dabei. Komm, lass dir helfen. Na also, geht doch schneller. Wie eklig. Wie konntest du nur? Das wirst du mir büßen. Hier hast du deinen Fisch. Beiß was ab. Was hast du angerichtet? Ich war doch nicht bereit. Ich muss jetzt kotzen. Oh, das stinkt ja. Das war noch nicht alles. Die Hälfte wartet noch auf dich. Lass mich in Ruhe. Aua, das tut doch weh. Dann lass mal weitermachen. Los geht's. Wow, was für eine Megatorte. Da habe ich richtig Lust drauf. Nicht zu schnell. Zuerst die Kärtchen ziehen. Okay. Die sind auch schon bereit. Hurra, ich darf die Torte lecken. Und ich darf sie beißen. Ich darf gar nichts. Das ist voll unfair. Ich habe Lust auf Torte. Mensch, das ist voll lecker. Ich will mehr davon. Hände weg, die Torte gehört dir nicht. Seid ihr geizig? Ich hab selber nicht genug. Hey! Das reicht doch langsam. Ich will auch was abbekommen. Das war lecker. Hör auf, gib mir auch was ab. What? Was soll das? Oh, ich hab noch was auf der Nase.
hattest recht. Die Torte schmeckt klasse. Hey, Samantha. Gibst du mir was ab? Könnt ihr vergessen, das ist meine Torte. Ist das klar? Na, warte. Was hast du angerichtet? Jetzt kannst du was erleben. Das hättest du besser nicht getan. Hey! Das ging daneben. Hast du sie noch alle? Steht dir total. Frag mich, was da drin ist. Oh, das scheint nicht lecker zu sein. Voll eklig. Boah, nee. Hui. Nein, ich muss das Ding beißen. Ja, Glück gehabt. Ich? Okay. Okay, ich werde mir einfach die Nase zuhalten. Das ist gar nicht so schwer. Und wenn ich dir die Wäscheklammer wegnehme? Nee, das ist ja voll ekelerregend. Hey, gib mir die Klammer wieder. Jack, jetzt bist du dran. Nein. Okay. Ich kann das nicht essen. Das ist voll eklig. Du musst aber. Wieso? Wieso ich? Das ist ja gar nicht auszuhalten. Na, endlich frische Luft. Du sagst es. Freut euch nicht zu früh. Mir ist nicht gut. Oh nein, jetzt stinkst schon wieder. Hilfe! Hey, ich will Hilfe. Ups, das wollte ich nicht. Lasst uns gemeinsam nachschauen. Yeah, es ist Hubba Bubba. Ja, jetzt müssen wir die Kärtchen ziehen. Was hab ich? What? Mann, ich darf nicht mitmachen. Okay. Ich darf den Kaugummi kauen. Wie cool. Lecker. Voll blöd bei einem Kaugummi. Bitte sehr, du kannst anfangen. Klasse. Ich hoffe, das wird schmecken. Den Moment werde ich genießen. Bingo! Hä? Say what? Ich will gleich alles. Lass mir was übrig. Hey, what? Oh Mann, jetzt ist der Kaugummi voller Sabber. Das war lecker. Ich habe keine Lust mehr. Das geht gar nicht. What? Hey, schon wieder. Wie geht's?